Und gerade lädt Bluff and Truth die nächste Episode. Wir sind ja das letzte Mal mitten in der Action hängen geblieben. Unter anderem, weil mein Hände vertauscht. Weil mein rechter Move-Controller sich auch total selbstständig gemacht hat. Keine Ahnung, was der für ein Problem hatte. Ich weiß nicht, ob da irgendwie komisch Licht in mein Zimmer gefallen ist oder so. Jetzt habe ich auch eine ganz normale Tageslichtsituation. Aha. Meine Fresse. Nice, nice. Ich gucke mir gerade hier die Reflection an. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ob die Details da bei YouTube reichen, aber dieses Material hier, ja, dieses lackierte Metall oder so, es sieht halt wirklich fotorealistisch aus. Das ist schon krass. So, aber jetzt schießen wir ein paar Leuten in den Hinterkopf, wenn alles glatt geht. Ich untersuche den Kontakt. Mist, jetzt hat er schon wieder Krach gemacht. Meine Güte, seid doch nicht so aufdringlich. Das ist ja furchtbar. So, jetzt sind aber alle wach. Ist er fast? Wer hat das gesagt? Da ist noch einer. Schalte den Jungen aus! Ich glaube, ich habe die Kiste erschossen. Moment. Wenn du eine Schusslinie hast. Geht's noch? Ich ziehe mir mal die Schlaufen rein. Ich habe mich in den Schlaufen verhangelt. Nicht gut. So, hier gibt es ein bisschen Munition. Munition. Alright, okay. Dann gehen wir dahin. Und dann gehen wir. Dahin. Ich habe ja auch die richtig schwere Knarre noch dabei, ja, genau. Können wir mal gucken. Ja, machen wir ein bisschen Action mit der. Da kommen wir auch schon. Diese sterbe ich nicht. Ich habe Sichtkontakt. Oh fuck. Während der Action kann man auch. Scheiße. Jetzt wird's aber unangenehm. Ich komme nicht über die Zähne hier rüber. Die schießen mich jetzt mal. Ich muss an die Handgranate. Flucht. Da bin ich das jetzt mal auch gestorben. Mal sehen. Vielleicht kriege ich es auch hin, mich zu schleichen bis zu der Stelle. Mal gucken mal. Wir kriegen das hin. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich hier irgendwie Probleme kriege, denn. Ich spiele ja auf dem leichten Schwierigkeitsmodus und der ist eigentlich wirklich kinderleicht. Aber ich bin ja auch kein Kind mehr. Ne? Vielleicht sollte ich mal näher rangehen. Genau. So, ich glaube, da war noch irgendein Kollege. Ich weiß nicht, ob der Kollege dann mitkriegt, wenn der andere angeditscht ist. Wo ist er denn? Da ist er. Los geht's. Ah ja. Er hat's mitgekriegt, okay. Dann kann ich auch die Knarre wieder auspacken. Saures. Jungs. Ziel identifiziert. Ja. Das ist eine. Oh nein, sein Kollege hat eine Handgranate geworfen, als ich ihn erschossen habe. Und deswegen ist der jetzt explodiert. So, passt mal auf. Jetzt muss ich mal wirklich, wirklich gucken, dass ich hier. Das mache. Dann das. Und dann hier aber auch gleich zur Handgranate, bitte. Ja, okay. Dies hier und nicht weiter.
nämlich. Okay, okay. Fuck! Okay, diesmal haben wir es geschafft. Puh, die Typen mit den futuristischen Helmen sehen auch echt cool aus, finde ich. Echt so schade, ne? Dass man sich nicht mal kurz unterhalten kann, sondern es immer in brutale Gewalt ausarten muss. Terminal. Achso, das ist auch wieder nur eine Pumpgun. Deacon, bist du Ach Gott. Deacon, Leute. Hörst du mich? Anscheinend nicht. Wisst ihr was? Diese Szene kenne ich jetzt aber wirklich schon irgendwo her. Wo ist der andere Typ? Hier, schieß nur. Alter. Auf das Ziel warten und anweisen. Warum haben die es immer mit diesen schrägen Aufzügen in Actionfilmen? Wo habe ich denn das gerade gesehen? Das kommt mir total bekannt vor. Sag tschüss, verdammt! Tschüss, verdammt! Ja, ihr kriegt sowas. Ich krieg sowas, scheiße, ich bin aber. Oh! Verbündeter getroffen! Verbündeter. Was sollen die auch sagen? Mitgangster? Klingt nicht so gut, ne? Mann getroffen! Es geht weiter. Oh. Ja, ich muss nur aufpassen, wenn jetzt wieder so gepanzerte Dudes kommen. Und sie kommen. Ne, irgendwas kommt. Jemand muss sich um ihn kümmern! Jemand muss sich um ihn kümmern, ist ja ein netter Spruch. Treibt ihn da raus! Treibt euch selber da raus. Ich sag euch, Jungs, die hatten keine militärische Ausbildung. Das ist zu einfach. Es geht weiter. Oh, Munition. Und hier sind auch Handgranaten. Ich liebe Handgranaten. Ich will Handgranaten benutzen. So. Bisher habe ich mich immer fast selbst getötet, wenn ich versucht habe, eine Handgranate zu werfen. Aber. Ich werfe jetzt mal eine. Auch wenn es zu spät ist. Er ist fertig. Kann ich meinen USB-Stick wieder haben? Was? So. Nachdem ich 200 Wachleute erschossen habe auf dem Weg, ist hier aber jetzt niemand, der mich in Empfang nimmt. Doch! Scheiße! Warum kommt der jetzt erst? Jetzt habe ich die Handgranaten hinter mir gelassen. Oh, Gas. Das war's mit dem Gas. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie reagieren muss. Ich muss hier schnell raus oder so. Okay. Mhm. Könnte aber auch zur Story gehören. Es gehört zur Story. Herzinfarkt. Niemand hätte helfen können. Was? Schön, dich zu sehen. Bringen wir es hinter uns. Bereit? Gott, du siehst ihn so ähnlich. Wenn du noch einmal deinen Scheißstab aufmachst, jag ich dir eine Kugel direkt in den Schädel. Du kannst die Termin zurückscheren. Warum habe ich das Gefühl, der Typ, der da steht, ist der Gangster und die, die hier singt, ist unsere Army-Braut. Genau. Wirklich. Ich glaub's nicht.
Glaub's mal. Du solltest dich doch nicht wehren. Jetzt wünschst du dir, du hättest drauf gehört. Seh dich an. Sie haben mir die Hände abgeschnitten. Kleines Stück Scheiße. Hallo? Mom tot, Dad tot. Und jetzt bist du auch tot. Kann doch trotzdem höflich bleiben, oder? Du wirklich, du kannst einfach meinen Bruder umbringen? Meinen kleinen Bruder? Ja, ich war das nicht. Nick sieht gut aus, was? Oh, Scheiße. Schau, was Sie wollen. Dann töte ihn auch. Ist er tot? Sorg dafür, dass er leidet. Viel Scheiße. Oh, ich hätte es fast vergessen. Ich treffe jetzt eine bezaubernde junge Dame. Du kennst sie. Sie heißt Michelle. Alle werden wissen, dass ich eure ganze Familie ausgelöscht habe. Ich habe leider nicht mehr. Sich das. Ja, ist okay. Ich habe leider nicht mehr auf dem Zettel, wer Michelle überhaupt war. Also, die junge Frau, die hier immer dabei war, ist klar. Aber war die eine Schwester oder? Das habe ich nicht so richtig verstanden am Anfang. So. Ja? Endlich ungestört. Oh ja. Erstmal telefonieren. 33 hier. Ja, bin in Position. Nein, bin nicht aufgeflogen. Sind wir absolut sicher? Verstanden. Fahre fort. Tja, Ryan. Anscheinend haben wir nicht viel Zeit. Weißt du, Leute wie ich, wie wir tun wirklich schwierige Dinge. Nicht wahr, Ryan? Dinge, die den meisten Leuten nicht mal in den Sinn kämen. Es steckt einfach in uns. Dann bringen Sie uns bei, wie man diese schwierigen Dinge noch besser macht. Denn irgendwer muss es ja machen. Oh, je, sieh mich an. Ich halte einen Vortrag. Langweilig. Das hat sie erschossen. Die Umgebung? Ich meine, was ist mit euch Jungs nur los? Na. Ihr seid solche Machos, dass ihr wegen solchem Blödsinn die Chance vertut, etwas zu verändern. Tony etwa? Ah, Anthony? Hätte er sich an den Plan gehalten, hätte er jetzt in London das Sagen. Wir hatten alles für ihn vorbereitet. Es war idiotensicher. Oder auch nicht. Hat es dich gekostet, Ryan, hä? Huh? Deine Mutter? Dein Bruder? Damit hatte ich übrigens nichts zu tun. Aber deine Mom? Okay, erwischt. Aber es war Tonys Idee. Und Befehl ist Befehl? Das weißt du ja sicher. Denn wir sind gleich. Du und ich. Aber weißt du, was wirklich toll gewesen wäre? Mit deinem Vater zu arbeiten. Ich meine, er war so ein netter Kerl. Ein echter Profi. Er war übrigens sofort einverstanden. Oh, oh. Schätze, das wusstest du nicht. Ja, alles war vorbereitet. Beschlossene Sache. Und dann ist er uns einfach weggestorben. Unverschämt. Deshalb mussten wir uns dann mit dem Geschäftsmann des Jahres begnügen, dem verdammten Tony Sharp. Aber weißt du was, Ryan? Veränderungen haben immer auch etwas Gutes. Und wir haben bereits einen Plan C, also ist alles in Ordnung. Und das ist das Schöne daran, wenn man für eine zukunftsorientierte globale Organisation arbeitet. Sie haben Visionen, Ryan. Ach, guck mal, ich kann mir sogar meine Hände bewegen, obwohl sie da fest sind. Du solltest dich den Gewinnern anschließen, Ryan. So wie dein Daddy. Und jemand mit deinen Fähigkeiten. Oh, dir steht alles offen. Oh,
wie läuft's denn so zwischen dir und Carson? Versucht er immer noch, die Welt zu retten? Hört ihm irgendjemand zu? Nein? Er ist so oldschool. Okay, Ryan. Ich bin hier so gut wie fertig. Ich nehme dir das jetzt ab. Also kein Geschrei. Meinst du mein VR-Headset? Okidoki? Okay. Fick dich! Okay, Soldat. Bist du bereit? Aua. Fuck! Yeah! Autsch! Ich hoffe, du bist es wert. Sag, Carson. Amanda lässt ihn grüßen. Also, Leute, das ist zwar komisch, ja? In VR sitzt man rum und kann gar nichts machen, aber das hier sind die Highlights des Spiels. Meine Fresse, ey. Die, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, die digitale Schauspielerleistung, ist, das ist krass, ey. Also, die Frau kommt da richtig dicht dran, ne? Und trotzdem, die Mimik etc. funktioniert alles. Das ist so fantastisch. Meine Güte, das ist beeindruckend. So, arme, tote Soldat hier. Ich habe jetzt noch nicht so richtig verstanden. Sie arbeitet offensichtlich für diese globale Organisation und die wollen, dass ich fliehe. Deacon, bist du da? Over. Spezialeinheit, ja klar. Ich hätte mehr erwartet, Scheiße. Max. Deacon, keine ich muss sofort hier weg. Kumpel. Festhalten, Ryan. Wir haben die nicht drauf, ihr Bastarde. Wow. Okay, das ist cool. Wieso kann ich denn nicht schießen? So, wieder Autoverfolgungsjagd. Aber, wie wir schon mal rausgefunden hatten, das ist auch durchaus eine Sache, die bei dem Spiel gut funktioniert, ne? Kann ich hier was aufmachen oder so? Ne. Ach Gott, es gibt aber viele Schurken. So, ich kann nach links oder rechts gehen. Mehr ist gerade nicht dran. Sie kommen von links. Diese riesen Magazine und trotzdem brauche ich fast ein ganzes Magazin für einen Dude. Achso, was? Na komm, wo denn? Ja, ich bin noch da. Fuck. Thank you.
Oh oh. Die sollen sich verpissen, verdammt! Ryan, reiß dich zusammen, und zwar schnell! Weg von dir! Na kommt. Mit sich selber. Hört ihr das? Ach komm schon. Das war's. Die sehen so merkwürdig aus irgendwie. So gelb. Das Ding hier hat übrigens ganz gut Druck. Pumpkin. Huch. Rauslehnen darf ich mich nicht, oder was? Doch. Guck mal, er sagt immer, rein, reiß dich zusammen und zwar schnell. Scheiße, das funktioniert nicht mehr. Wilde Fahrt. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Aber unser Kollege hier hat uns gut rausgeholt. Ich muss aber mal auf die Uhr gucken mittlerweile. Moment, Moment, Moment. Okay, wir haben noch 5 Minuten von der heutigen zur Verfügung gestellten Spielzeit. Eigentlich hätte ich aber gerne meine MP wieder. Man gewöhnt sich aber auch wirklich an den ausufernden Grafikstil, ne? Dürfte von mir aus wirklich immer so sein, ja? Also alle Metalloberflächen und so weiter sehen wirklich fantastisch aus. Holzoberflächen auch. Oh. Hier wohnt keiner. Muss ein Neubau sein. Das Positive ist, dass wir uns keine Sorgen um Zivilisten machen müssen. Nur um Massen von Tonys Handlangern. Keine Angst. Das wird kein Problem sein. Ich hab das gehört. Das hier ist zum Beispiel etwas, was ich in Fireball manchmal so ein bisschen vermisse, dass man halt wirklich die Gegenstände mit zerschießt, ne? Ich meine, ah, fuck. Hier haben sie jetzt die Vasen und so auch sehr, sehr auffällig aufgestellt. Das macht irgendwie Spaß. Du bist sowas von tot. Üblichen Sprüche. Okay, Pistolen habe ich eigentlich. Gibt's hier noch was? Mir ist langweilig, kleiner Max. Ja, was immer ein bisschen merkwürdig ist. Ich bin jetzt hier unten. Ich bin wirklich ein bisschen tief. Ich stehe mal auf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht ist Zeit für eine Zeitlupe. Ja, ist es. Scheiße, holt alle her! Du gehörst mir, Schätzchen! Was für ein blöder Spruch. Oh Gott. Komm schon. Ich glaube, ich guck mir
mich mal ein bisschen nach Munition um. Obwohl mir tatsächlich im Verlauf des Spiels noch nie die Munition ausgegangen ist oder so. Aber ich habe immer das Gefühl, sie könnte es. Wozu soll sie sonst die ganzen Pakete da hinlegen? Ist doch Quatsch, oder? Das hat sicher irgendeinen Zweck. Okay. Da liegt eine doppelläufige Pumpgun. Da gibt es Munition. Eieiei. So, aber vor allen Dingen, Leute, wenn sogar ich schon aufhöre, mir die Umgebung anzugucken, sieht natürlich alles cool aus, ne? Ich schätze mal, das Auto hier kann man auch beschädigen. Oh. Nö. Hier geht's nicht. Witzig. Ziel gesichtet. Ja. Formiert euch hinter dem schweren Bergwall. Nein, formiert euch woanders. Verdammt. Bis hierhin und nicht weiter. Jetzt habe ich mal ein Problem. Auch du Arsch. Die Zeitlupensequenzen sind echt ganz cool gemacht. So, ich hole mir mal eine neue Knarre. Das war hier. Die Musik ist auch irgendwie witzig. Oh, scheiße. Oder? Und... die Fresse. Sein Kollege. Scheiße, Leute, ich muss gleich mal ans Telefon. Wir müssen gleich mal Schluss machen. Das ist jetzt nämlich. Achso, nee, das ist der normale Timer. Ah. Ich glaube, wir haben uns aber auch hier tapfer durch die Eingangshalle gebissen. Das scheint irgendwie. Das. Ja, guck mal, weil es jetzt auch alles splittert. Diese Vasen, die wegsplittern. Wie gesagt, das ist ja nur Firlefanz, ne? Aber das ist schon cool. Und das habe ich mir schon gewünscht, ne? Da habe ich schon mal in Firewall gedacht, ey, während der Shootouts hier mit den Kollegen einfach mal Dinge zerschießen können, die dann wegsplittern. Das wäre schon geil. So, Leute, und jetzt... Tut es mir mal leid, ich muss euch wieder hier verlassen. Ryan, ich habe eine Hochglanzbroschüre gefunden. Die protzigsten Wohnungen sind ganz oben. Dahin könnte sich unser Freund verzogen haben. Verstanden. Der Aufzug fährt nicht bis ganz hoch. Ich fahre so weit es geht und suche mir dann einen anderen Weg. Okay, es muss doch irgendwo Baupläne geben. Mal sehen, was ich tun kann. So, also. Ihr kennt das ja mittlerweile schon, ne? Ich lasse euch mit einem Cliffhanger hängen. Mitten in der Mission. Leider ist unser halbes Stündchen für heute abgelaufen. Und ja. Ich kann es nicht anders sagen. Im Prinzip ist es nur eine lahme Ballerbude, aber das Ganze drumherum ist so geil gemacht, so stimmungsvoll, dass es echt trotzdem cool ist. Ja? Also wahnsinnig. Und ich kann es auch nur wiederholen, man muss es sowieso gesehen haben. Ja? Also ein VR-Titel auf der PlayStation VR in dieser Qualität mit wirklich, wirklich AAA-Grafik und Charakter-Animation und so. Sogar wenn man sagt, ey, scheiß auf Gangster und Ballern, man muss sich das angeguckt haben. Es ist erstaunlich. Bis dann, Mutensen, gebt mir einen Däumling. Ciao, ciao.